Zum zweiten Thema Wärmedämmung. Nehmen wir mal an, ich ziehe ein blaues T-Shirt oder Sweatshirt an. Gut, dann habe ich was Blaues an. Nehmen wir mal an, ich ziehe darüber noch ein grünes Sweatshirt. Gut, dann sehe ich von außen grün aus. Einverstanden. Nehmen wir mal an, ich ziehe dann noch ein rotes Dings drüber. Na, dann sehe ich eben rot aus, okay. Nehmen wir mal an, ich sage, ach Mensch, warum soll ich hier drei Sachen auf einmal anziehen? Warte mal. Nehmen wir mal an, ich würde, bleiben wir bei Blau, einen dicken Pullover anziehen. Große Frage, was ist besser? Gut, richtig, ganz genau. Und zwar, das ist ja vielleicht ganz schön. Auf den ersten Blick ist ein dicker Pullover immer was Schönes. Aber der Haken ist, ich habe hier automatisch, weil ich drei dünnere Dinge angezogen habe, den Vorteil, ich kann auch mal was wieder ausziehen. Und noch ein schöner Vorteil, und jetzt kommen wir eigentlich drauf, hier überall zwischen allen Dingern, da ist Luft dazwischen. Und Luft leitet die Wärme bekanntlich schlecht. Das heißt, ich habe es hier wärmer. Ich kann also was ausziehen und habe es gleichzeitig wärmer, als wenn ich nur ein dickes Ding anziehe. Okay, jetzt möchte ich nicht alle dicken Pullover damit verteufeln. Wenn die so dick sind, dass sie genauso viel Luft dazwischen haben, dann mag es vielleicht auch gehen, wenn sie noch Thermounterwäsche oder, naja. Also, das heißt, ich mache mir hier diesen Effekt zunutze, dass ich jedes Mal eine Luftschicht dazwischen nehme und habe automatisch ein wärmeres Gefühl und mir geht es besser, als wenn ich so einen dicken Pullover an hätte. Und das gleiche Prinzip, nämlich die Luft zur Wärmedämmung zu nehmen, macht man, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, ich habe eine Ziegelwand, ich male die mal fertig. Wenn ich also hier eine Ziegelwand habe und da gibt es verschiedene Werkstoffe,